Vor kurzem kam ein neuer Artikel auf Atmos Invest raus, und zwar zu dem Thema Stop using the PE Multiple, also hört auf, das KGV zu benutzen. Ein interessanter Artikel, der das KGV an sich beleuchtet und welche anderen Kennzahlen hier vielleicht interessant sind, zum Beispiel das Enterprise Value, Enterprise Value to EBIT und andere solche Sachen. Und was hier interessant ist, es gibt hier nochmal eine Übersicht der Lebenszyklen von Unternehmen und da wird darauf angespielt, dass in den verschiedenen Lebenszyklen auch verschiedene Kennzahlen sinnvoll sind, um eine Bewertung des Unternehmens zu machen. Natürlich hier im Bereich von Startup und Hypergrowth, wenn meistens noch Verlust gemacht wird, kann ich gar kein KGV verwenden. Das ist mal ein einfaches Beispiel. Und hier hat der Autor Beispiel Unternehmen mit angeführt: Hims & Hers, Celsius, Dinupolska, Adyen und InMode. Und die Unternehmen sind alle interessant, interessante Wachstumsunternehmen. Die möchte ich euch kurz vorstellen hier im Video. Los geht's. Das Video ist natürlich keine Anlageberatung. Ich bin Kleinanleger, so wie ihr, und versuche eine gute Rendite zu erreichen. Jetzt schauen wir uns mal Hims & Hers Health an. Eine interessante Aktie, von denen sicherlich jeder Value Investor oder aktive Investor schon mal gehört hat. Es gab hier Kurse von $6, es gab hier Kurse von $4. Der IPO war erst 2021, recht junges Unternehmen, amerikanisches Unternehmen. Wir haben jetzt eine Market Cap von ungefähr 4 Milliarden. Die sind im Gesundheitsbereich unterwegs. Wenn ich mir hier die Beschreibung anschaue, was sie machen, Telehealth, dann ist das, denke ich, nicht ganz die richtige Beschreibung. Ich habe hier schon mal was versucht. Und zwar, wenn ich auf die Seite gehe von Hims & Hers, kann ich sagen, werde ich gleich gefragt, was ich möchte. Und dann kann ich sagen, ich möchte abnehmen. Habe ich mal gemacht, eingegeben, wie viel Pfund ich abnehmen möchte. Das gibt es hier gar nicht mit Kilo. Und schon im zweiten Klick wird mir hier Wegovy empfohlen. Und wer es nicht kennt, das ist die neue Abnehmspritze. Und das ist eigentlich das, was hier Hims & Hers eigentlich macht. Wir können nochmal auf die Startseite gehen. Sie versuchen hier also individuelle Behandlung inklusive wahrscheinlich Medikamentenverkauf und eventuell Kontakt mit den Ärzten zu verkaufen. Ich war also hier bei Lose Rate, also Gewicht verlieren. Und dann kann man sich hier durchklicken und ich habe eben nur das hier angegeben, wie viel ich abnehmen möchte. Und dann ging es hier schon so weiter. Es ist relativ einfach. Bist du bereit? Und zack, wird es hier empfohlen. So ist also das Geschäftsmodell bei Seeking Alpha übrigens sehr viel Strong Buy Bewertungen. Es gibt aber auch Hold. Natürlich eine interessante Aktie hier zu den Kursen von 6 Euro. Jetzt sind wir schon bei 18 Euro. Wir haben gesagt, die 4 Milliarden Market Cap im letzten Geschäftsjahr. Und vielleicht gehen wir mal auf die letzten 12 Monate. Das ist hier bestimmt ein bisschen sinnvoller. In den letzten 12 Monaten 1 Milliarde Umsatz und einen kleinen Gewinn von 18 Millionen. Free Cashflow positiv sind sie hier schon seit Mitte 2023, zuletzt 90 Millionen Free Cashflow. Das ist gar nicht so schlecht für so ein noch junges Unternehmen, wobei wir haben die Market Cap schon von 4 Milliarden. Wenn sie aber mal ganz groß werden, kann die auch mal bei 40 oder theoretisch sogar mal bei 400 stehen. Das kann natürlich keiner sagen. Wir haben ja also wirklich schöne, große und starke Wachstumsraten bei Hims & Hers. Das macht das Unternehmen hier attraktiv. Vielleicht nochmal kurz in die Präsentation, in die Investor Presentation von Hims & Hers geschaut. Subscriber Growth 41% und Revenue Growth 46% im Jahresvergleich. Das ist wirklich gut. Es ist hier überall ein relativ starkes Wachstum vorhanden. Wir haben es ja gesehen, sie machen jetzt hier auch einen Gewinn. Sieht also alles gut aus. Sie sagen auch, in zukünftigen Investitionen wollen sie in weniger als einem Jahr die Payback Period erreichen. Interessant, ich muss aber zugeben, dass ich das Geschäftsmodell nicht 100% verstehe, habe mich aber auch jetzt nicht intensiv mit Hims & Hers beschäftigt. Kurs ist eben, wie gesagt, schon relativ gut, wenn wir jetzt zumindest nur mal auf den Chart schauen. Ob sie nicht trotzdem hier ein interessantes Investment sind, kann ich so natürlich nicht direkt beantworten, aber auf jeden Fall eine interessante Aktie, ein interessantes Unternehmen. Schauen wir gleich mal in das nächste rein, und zwar die Celsius Holdings. Die sind schon mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet, ein amerikanisches Unternehmen, KGV 32, und die machen Energy Drinks, theoretisch vergleichbar mit Monster, wobei Celsius hier auf den Fitnesssektor setzt und sagt, du kannst den Energy Drink hier einfach trinken, bevor du trainierst, während du trainierst, um auch bessere Ergebnisse dort zu erzielen. Die richtige Wachstumskurve beginnt hier erst so, schaut mal, 2018 50 Millionen Umsatz.
im letzten Geschäftsjahr 1,3 Milliarden und in den letzten 12 Monaten 1,5 Milliarden. Aber sie sind eben hier auch schon eben die 7,6 Milliarden wert, KGV 32. Auch ein Wachstumsunternehmen, schon im positiven Free Cashflow-Bereich von hier immerhin 250 Millionen. Die Frage ist für mich hier, ob es nicht schon zu spät ist, einzusteigen. Wir sehen hier die sehr hohen Return on Invested Capitals. Das sieht alles soweit gut aus. Was aber hier, wenn wir nur mal die Market Cap anschauen, für mich eben das Thema ist, wenn wir die mit dem Platzhirsch Monster vergleichen. Und in den USA ist also Monster deutlich vorn und Red Bull auch. Irgendwann dann kommt Celsius, ich glaube an dritter, vierter, fünfter Stelle bei den Energy Drinks. Also Monster hat eine Market Cap von 51 Milliarden. Das heißt, selbst wenn Celsius es schafft, auf das Level von Monster zu kommen, was sicherlich sehr schwer ist und absolut unsicher, dann wäre das ungefähr eine Verzehnfachung der Market Cap zur heutigen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber die Market Cap ist hier schon relativ hoch aus meiner Sicht. Kommen wir zu ADN aus den Niederlanden, ein Zahlungsabwickler. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, wenn ihr irgendwo mit Karte bezahlt, mit Visa oder EC-Karte, zum Beispiel bei mir ist es so im TK Maxx, dann ist auf dem Display vom Zahlungsgerät steht ADN. Die machen also dort die Zahlungsabwicklung für Shops. Die gibt es seit 2018. Interessant, der Kurs in den Niederlanden pro Stück der Aktie ist 1.408 Euro. Die gibt es auch als ADR in den USA für 16 Dollar und die ADR gibt es auch in Deutschland für 13,80 Euro. Aus meiner Sicht nicht unbedingt sinnvoll, hier die ADR zu kaufen. Natürlich wäre es besser, direkt in den Niederlanden zu investieren, aber natürlich der Stückpreis hier relativ hoch. Die haben auch ein gutes Wachstum. Ich sehe aber gerade hier im letzten Geschäftsjahr ist der Balken hier sehr weit unten beim Umsatz. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das hier ein Fehler von Guru Focus ist oder ob sie da wahrscheinlich anders reporten, würde ich mal davon ausgehen, weil der Gewinn ist ja trotzdem noch bei 826 Millionen. Der Gewinn ist hier stetig gestiegen, nur der Umsatz gesunken. Das muss irgendwas mit der Gewinn- und Verlustrechnung hier zu tun haben. Mit dem Umsatzbericht habe ich jetzt gar nicht reingeschaut. Die haben nämlich schon auch schon eine Market Cap von 44 Milliarden. Jetzt ein Gewinn von 826 Millionen ergibt eben das KGV von 50. Und das ist wirklich hoch. Was deutlich besser aussieht, ist der Free Cashflow 2,4 Milliarden. Das sind über 5% zur Market Cap. Und sie haben hier durchgehend extrem hohe Return on Invested Capitals. Bevor wir zu den letzten zwei Aktien kommen, noch kurze Eigenwerbung für meinen Kanal. Wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet gern Kanalmitglied. Ihr könnt auch 30 Minuten Zeit mit mir buchen für nur 20 Euro. Oder ihr schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr Links zum Beispiel zu CapTrader. Sehr guter Broker, den ich selbst nutze und wo ich überzeugt bin. Basiert auf Interactive Brokers, ist aber eine deutsche GmbH, die sich auch mit dem Steuerthema jetzt nochmal beschäftigt. Da wird es nächstes Jahr was Neues geben für den deutschen Steuerbericht, was sehr Gutes, Innovatives. Da später nochmal mehr dazu mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video. Jetzt kommen wir zu Dino Polska. Wer öfters meinen Kanal schaut, hat die Aktie auch schon öfters gesehen. Polnische Supermarktkette. Die haben eher kleinere Läden, ich glaube bis zu 400 Quadratmeter, sind aber stark gewachsen, haben einen Eigentümer, der 50% hält, relativ öffentlichkeitsscheu ist. Ihr seht, wie der Kurs sich hier relativ gut entwickelt hat. Wir waren fast mal bei 300 Zloty, wir sind jetzt bei 360. Problem in Anführungsstrichen hier ist, wir haben ungefähr eine Market Cap schon von 8 Milliarden Euro. Sie sind im Moment nur in Polen aktiv, haben dort noch Potenzial in Ostpolen und könnten natürlich theoretisch noch in die Nachbarländer expandieren. Sie stellen auch ihr Fleisch selber her und sie besitzen auch, glaube ich, selbst ihre Immobilien. Also interessantes Geschäftsmodell mit einem guten Wachstum. 1,4 Milliarden Zloty hier zuletzt der Gewinn bei 35 Milliarden Market Cap und das KGV der letzten 12 Monate liegt aber eben bei 25 relativ hoch. Sie haben aber hier steigende und im Moment hier bei ungefähr 21% liegendes Return on Invested Capital. Interessant auch hier eben Dino Polska, aber jetzt auch nicht mehr unbedingt das größte Schnäppchen aus meiner Sicht. Dann noch auch ein Unternehmen, wo man, denke ich, ein bisschen vorsichtig sein muss, denn warum sind sie so günstig? Das hat wahrscheinlich hier auch einen Grund und der könnte mit dem Geschäftsmodell zu tun haben. InMode, eine israelische Firma, KGV 10, niedrige Kurse vom Chart her, 1,3 Milliarden Market Cap. Und das KGV 10
ist schon mal interessant und dazu haben wir in den letzten Jahren hier ein gutes Wachstum gesehen. Schauen wir mal auf die letzten 12 Monate, sehen wir aber, dass es hier beginnt zu sinken. Das ist kein gutes Zeichen. Free Cashflow ist hier noch stabil. Return on Invested Capital sinkt seit vielen Quartalen, aber wir sind immer noch bei 116%. Also an der Stelle erstmal kein Problem, aber die Entwicklung ist schon interessant. Und die machen invasive Eingriffe, Beauty-Eingriffe. Wir sehen hier zum Beispiel Morpheus 8 auf ihrer Webseite, das ist das Gerät. Sieht jetzt nicht unbedingt nach Hightech aus, ehrlich gesagt. Aber das kann ich nicht beurteilen. Und für mich ist hier die Herausforderung festzustellen, wie gut kommen die Behandlungen an. Wenn man in die Google-Suche geht, zu Morpheus 8 zum Beispiel, kommt dort nicht so wirklich für mich verwertbare, sinnvolle Treffer. Das ist also für mich hier vom Geschäftsmodell her auch eine Blackbox. InMode, dazu gibt es auch einiges auf atmosinvest.com zu lesen. Steigt da vielleicht dort nochmal ein. Ich bin jetzt hier noch nicht so tief eingestiegen. Sieht von Zahlen her erstmal interessant aus, aber wir haben schon gesehen, leicht sinkende Umsätze in den letzten Quartalen ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen. Ich hoffe, die 5 Aktien jetzt mal im Schnelldurchlauf waren interessant für euch. Schaut auf atmosinvest.com, da gibt es immer wieder interessante Artikel und ein paar Aktienideen mal zum Anschauen. Unterstützt gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, gute Rendite. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.